Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier beim offenen Kanal Landau und auf YouTube, wir heißen Sie zu unserem heutigen Gottesdienst am 5. Fastensonntag ganz herzlich willkommen. Wir, das ist Dekan Volker Janke und Dekan Axel Brecht hier von der Marienkirche in Landau. Wir wollen diesen Gottesdienst beginnen im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gott, der Herr, er sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Ja, viel lieber wären wir heute natürlich mit Ihnen zusammen hier in der Kirche, würden gemeinsam feiern, aber in diesen Corona-Zeiten ist das leider nicht möglich. Viele von Ihnen sitzen zu Hause, machen sich Sorgen, wir alle machen uns Sorgen, wie es weitergehen wird, wie die nächsten Wochen sein werden. Aber heute wollen wir Sie einladen, dass Sie mit uns zusammenrücken, dass wir gegenseitig zusammenrücken, dass wir über das Fernsehen, über das Internet miteinander verbunden sind und miteinander Gott in unserer Mitte wissen und uns ja klar machen, wir sind heute nicht alleine. Und wir sind nicht nur in unserer Konfession zusammen, sondern wir sind heute ökumenisch zusammen. Auch das, denke ich, ist ein schönes Zeichen in dieser Zeit, dass wir als Kirchen miteinander diesen Gottesdienst feiern. Danke an die Menschen vom offenen Kanal, die das für uns möglich machen, die den Gottesdienst für uns online stellen oder auf den Bildschirm stellen. So möchten wir Ihnen ein Zeichen senden, wir sind in diesen Zeiten nicht allein, sondern zusammen. Und wir sind zusammen zu Gott und ich lade Sie ein, dass wir jetzt miteinander beten. Guter Gott, auch wenn wir uns nicht sehen, so sind wir doch zusammen, verbunden über den Bildschirm und verbunden mit dir. Du bist da, bei jedem und jeder von uns, gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns manchmal hilflos und allein fühlen. Und auch jetzt, wenn wir Gottesdienst feiern, lass uns zusammenrücken und einander nicht vergessen. Denn du vergisst keinen von uns. Du, Gott, hältst die Zeit und unser Leben in deiner Hand und bist bei uns alle Tage durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und deinen Heiligen Geist in Ewigkeit. Amen. Wir hören eine Lesung aus dem biblischen Buch des Propheten Ezechiel. So spricht Gott, der Herr: Siehe, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zum Ackerboden Israels, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole.
Ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr lebendig und ich versetze euch wieder auf euren Ackerboden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und führe es aus. Spruch des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Worte aus Psalm 40. Ich hoffte auf den Herrn. Da neigte er sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich herauf aus der Grube des Grauens, aus Schlamm und Morast. Er stellte meine Füße auf den Fels, machte fest meine Schritte. Er legte mir ein neues Lied in den Mund, einen Lobgesang auf ihn, unseren Gott. Viele werden es sehen, sich in Ehrfurcht neigen und auf den Herrn vertrauen. Wohl dem Menschen, der auf den Herrn sein Vertrauen setzt, sich nicht zu den Stolzen hält, noch zu treulosen Lügnern. Zahlreich sind die Wunder, die du getan hast, und deine Pläne mit uns. Herr, mein Gott, nichts kommt dir gleich. Wollte ich von ihnen künden und reden, es wären mehr, als man zählen kann. Hört das Evangelium zum heutigen Sonntag. Es steht im Evangelium nach Johannes im 11. Kapitel. In jener Zeit sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht: Herr, sieh, der, den du liebst, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus liebte aber Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus war im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Sie sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der 4. Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst,
aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Selig sind, die Gottes Wort hören und in ihrem Herzen bewahren. Amen. Lazarus, komm heraus. Und tatsächlich, da kam der Verstorbene heraus, seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war umhüllt. Und Jesus sagte: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Mitchristen, wenn das so einfach wäre, in unseren Tagen wegzugehen, Tote wieder auferstehen zu lassen oder zumindest herauszukommen aus den Gräbern der Krankenhäuser und der Altenzentren, dort, wo Menschen Leid und Tod erfahren. Herauszukommen aus den eigenen Häusern, in die sich viele zurückgezogen haben, um zu spüren, es wäre doch gut, wieder in Freiheit zu kommen. Was wir im Johannesevangelium hören, das ist, dass das Leben, aber dass auch der Tod relativ sind. Das Evangelium zielt darauf ab, Jesus als den Spender des Lebens darzustellen, als den, der das Leben in seinen Händen hält und es mit uns teilt. Der Tod ist auch für die Jünger relativ geworden, so wie heute vieles für uns relativ geworden ist. Wenn sie hinausgehen in die aufblühende Natur, können wir uns da freuen, ist da so ein fader Beigeschmack dabei, dass doch irgendwo anders große Not ist? Oder wenn wir teilweise viel Freizeit haben, viel mehr als zuvor, es nervt manchmal, diese Zeit totschlagen zu müssen. Nähe und Distanz, sie haben in unseren heutigen Tagen eine ganz andere Bedeutung gewonnen und Lebensmittel, Mittel zum Leben, sie werden zu Hamsterware, Toilettenpapier wird gehortet, auch wenn wir es in den nächsten 4 Wochen sicherlich in diesen Mengen nicht brauchen werden. Der protestantische Theologe Martin Luther hat gesagt: Die ganze Welt gerät in Schrecken, wenn Tod, Pest und Fieber sie überfällt. Darum sollen wir uns die Worte wohl einbläuen: Ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, auf das ihr glaubet. Jesus hat, so greift Luther auf das Evangelium zurück, also gewartet, bis sein Freund Lazarus tot ist, wirklich ganz tot. 4 Tage lag er schon im Grab, als Jesus kam. Und der Bischof von Hippo, Augustinus, um 400 hat er gelebt. Er sagt, man muss zwischen Tod und Tod unterscheiden. Der Tod des Leibes, den fürchtet jeder, und das merken wir in unseren Tagen ganz besonders. Aber den eigentlichen Tod, sagt Augustinus, den fürchten nur wenige. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Evangelium ist die Gabe des Lebens und der Auferstehung an den Glauben an Jesus gebunden. Und wir spüren, dass es einen Unterschied macht, ob wir im Glauben getragen sind, ob uns das was sagt oder ob wir nur panische Angst vor dem Tod haben. Über 50.000 Corona-Infektionen in Deutschland, um die 300 Todesfälle. Wir können es nicht aufhalten. Wir können diese Welle, die uns Angst macht, zwar abflachen und so hinausziehen, dass unsere Gesundheitssysteme nicht versagen werden. Aber wenn wir
an das Elsass, an Italien und Spanien denken, da ist der Umgang mit Sterben und Tod ein ganz anderer. Da ist Angst im Raum und pure Ohnmacht, ausgeliefert sein, dass wir diesen eigentlichen Tod, diesen Tod, der unseren Leib befällt, dass wir den nicht aufhalten können. Und doch zeigt das, dass irgendwo auch mit Hamsterkäufen und Egoismus ein anderer Tod zur Zeit gestorben wird, dass Gefühlskälte und die Frage, wer zum welchen Preis den ersten Impfstoff verkauft, die Menschen bewegt. Ich zuerst, jemand anderes first, das ist der eigentliche Tod, vor dem Jesus warnt. An diesem Sonntag wird in der katholischen Kirche der Miserior-Sonntag gefeiert. Unter miserior.de werden verschiedene Hilfsprojekte dargestellt, für die die katholische Kirche zurzeit sammelt. Die Menschen, die in Libyen und Syrien auf der Flucht sind, sie sollen wieder in den Blick genommen werden. Wir können nicht nur an uns selbst denken, wir müssen weltweite Solidarität üben. Und auch die Landeskirchen und Bistümer und viele Initiativen in Deutschland und weltweit versuchen, Solidarität zu leben. Vergesst die Armen nicht. Dankt den Verkäuferinnen, dankt dem medizinischen Personal und all denen, die unser Leben aufrechterhalten. Das ist ein Tod, den wir nicht sterben dürfen. Da gilt es, für das Leben zu kämpfen, und das haben wir in der Hand. Jesus sagt am Ende des Evangeliums: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Ja, sage ich, löst die Binden des Egoismus und lasst uns weggehen in ein neues Leben miteinander und untereinander, das wir jetzt gestalten können, das in der Zukunft liegt, aber dessen Zukunft wir in den Händen haben. Wenn das so einfach wäre in unseren Tagen. Den leiblichen Tod, den haben wir nicht in den Händen. Dem sind wir ausgeliefert. Da haben wir kaum eine Chance, dem zu entrinnen. Aber den sozialen Tod, die Würde des Menschen, dass wir Masken vom Gesicht reißen, die nur eine kapitalistische Fratze hinter dran verbergen, nur ich in den Mittelpunkt stellen. Diesen Tod können wir überwinden. Und wir können Egoismus überwinden, indem wir Solidarität leben. Im Glauben bietet uns Jesus an, dass er ein menschenfreundlicher Gott ist. Und diese Ursehnsucht des Menschen nach Leben, das haben wir im Griff. Gestalten wir es. Gestalten wir es so, dass wir diesen Tod nicht sterben müssen. Und der andere, der uns sowieso ereilt, der ist in den Händen Gottes aufgehoben. Da brauchen wir keine Angst zu haben. Wir wollen Fürbitte halten für uns und für die Menschen in dieser Welt. Treuer und barmherziger Gott, du gibst Zuversicht, wenn sich in uns Unsicherheit breit macht. Du bist uns nahe, wenn wir auf Distanz zueinander gehen müssen. Du hältst uns in deiner Hand, wenn wir den Halt zu verlieren drohen. Zu dir kommen wir mit unseren Sorgen und Ängsten, aber auch mit unserer Hoffnung auf deine Hilfe. Zu dir kommen wir im Wissen darum, dass wir nicht alleine zu dir beten, sondern getragen sind von der großen Gemeinschaft aller, die dir und deinem Wirken vertrauen.
Wir bitten dich für alle Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben und erkrankt sind. Für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind und nach Halt suchen. Für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern. Für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben, um ihre Existenz fürchten. Für alle, die sich überfordert fühlen. Sei ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht. Den Verstorbenen aber schenke das Leben in deiner Fülle. Wir bitten dich für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in den Kliniken, Seniorenheimen und Hospizen, für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft, für alle, die uns Tag und Nacht mit dem versorgen, was wir zum Leben brauchen, für alle, die ehrenamtlich Familien sowie alten und gesundheitlich beeinträchtigten Menschen helfen, für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Menschen Gottes frohe Botschaft zusagen, sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuversicht. Auch bitten wir dich für uns selbst. Lass uns trotz aller Sorge um das eigene Wohlergehen den Blick für die anderen nicht verlieren und ihnen nach Kräften beistehen. Stärke in uns die Bereitschaft, Einschränkungen in Kauf zu nehmen und lass uns so das Unsere dazu beitragen, dass andere Menschen nicht gefährdet werden. Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Herrn und Gott, der uns tröstet wie eine liebende Mutter und der sich aller Kranken und Notleidenden annimmt. Dir vertrauen wir uns an, dich loben und preisen wir heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen.
Gemeinsam beten wir, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat, und laden Sie ein, das Vaterunser auch zu Hause mit uns zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bitten um den Segen Gottes. Der barmherzige Gott, der für uns Mensch geworden ist, der den Weg des Leidens durch den Tod zur Auferstehung ging und uns ein Beispiel seiner Liebe geschenkt hat. Er segne euch und mache euch bereit, Gott und den Menschen zu dienen. Und Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen Tod entrissen hat, stärke euren Glauben und führe euch zur unvergänglichen Herrlichkeit. Und alle, die ihm folgen auf dem Weg der Entäußerung, des Leides, der Krankheit und des Todes, gebe er Anteil an seiner Auferstehung und an seiner Herrlichkeit. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Im Gottesdienst würden wir sagen, gehet hin in Frieden, bleiben Sie zu Hause und bleiben Sie friedlich miteinander und versuchen Sie das umzusetzen, was uns die Botschaft Gottes schenkt, das Vertrauen und die Chance, dass wir das Leben, das Gott uns schenkt, auch gestalten können. Ja, und miteinander wollen wir eintreten für das Leben in diesen Tagen, indem wir aufeinander achten, indem wir uns auch zurückziehen voreinander ein Stück weit und körperliche Distanz wahren, was aber nicht heißt, dass wir sozusagen die innere Distanz aufgeben. Die wollen wir auch weiterhin halten durch solche Fernsehgottesdienste und durch die Auftritte der Kirchengemeinden in den sozialen Medien und im Internet. Wir laden Sie ein, auch da mal sich durchzuklicken und auch Ihre Pfarrerin und Ihren Pfarrer im Internet zu finden. Und Sie können jederzeit natürlich bei uns anrufen. Wir stehen am Telefon für Sie bereit.